willkommen zur Traubflieger Equipment Demo. Heute geht es um Neuzugänge 2018 von Power LED Taschenlampen. 5 Stück haben wir hier. Unter anderem die Acebeam K65 Searchlight, ein Suchscheinwerfer. Der ist extrem lichtstark. Das ist der Nachfolger der beliebten K60. Viele oder einige von Ihnen haben ja schon eine K60. Jetzt ist der Nachfolger da. Die K60 gibt es auch nicht mehr offiziell. Aber die K65 hier noch etwas schlanker, noch etwas heller. Dedomed LEDs vom Hersteller schon dedomed. Ganz spannendes Teil. Dann haben wir eine Eagtech MX30 L3. Schön kompakt das Ganze hier, nicht mit Cree LED, gibt es auch, wenn man möchte. Hier haben wir eine Variante mit LEDs von Nichia, vielleicht nicht ganz so bekannt. Die haben einen besonders hohen CRI-Wert. Das Color Rendering, die Farbwiedergabe ist deutlich genauer als an vielen anderen LEDs. Das ist das Spannende für fotografische Zwecke, für Leute, die da sensibel sind, die eine besonders exakte Farbwiedergabe bevorzugen. Sehr interessant. Neues Bedienkonzept hier verwirklicht bei Eagtech. Nicht mehr am Lampenkopf zu drehen, sondern 2-Button-Bedienung. Besonders intuitiv das Ganze. Schön kompakt, schön hell. 3000 Lumen rund. Ein Allrounder. Dann haben wir hier 2 sehr kompakte, ein Akku, ein 18650. 18650 kann man hier nehmen. 2 von Acebeam, eine L16 und hier eine L30, hier die L16. Also das sind kompakte Teile, 1 Zoll Durchmesser. Das Ganze ein Lichtwerfer, extrem hell für die Größe. Also das habe ich in dieser Helligkeit noch nicht gesehen. Und hier haben wir einen Allrounder. Der hat auch unglaublich viel Helligkeit, über 4000 Lumen in dieser Größe mit einem Akku. Und der ist eben auf beides ausgelegt, nicht speziell auf Reichweite, aber auf Gesamtlichtoutput. Sehr spannend, die beiden Lampen stelle ich Ihnen gleich noch mal etwas näher vor. Und dann haben wir noch eine Stirnlampe, auch von Acebeam. Acebeam H15 heißt sie. Ja, Stirnlampe ist besonders interessant, wenn man beide Hände frei haben möchte, wenn man Höhlen untersucht und Höhlen erforscht, wenn man im Gebirge ist und es wird dunkler, dass man sich mit beiden Händen abstützen kann zum Beispiel. Und wir filmen und fotografieren auch viel, wenn es dunkel ist. Jetzt im Winter haben wir sowieso wenig Licht. Aber ich bin dann auch mal nachts unterwegs, auch um diese Taschenlampen vorzustellen. Und dann habe ich auch mit dem Kamera-Equipment zu tun und bin heilfroh, wenn ich beide Hände frei habe. Und eine Stirnlampe ist dann für mich extrem wichtig und praktisch. Und die H15 stelle ich Ihnen hier auch noch mal kurz vor. Nicht nur im Dunkeln ist eine LED-Lampe interessant, hier die Acebeam K65, sondern auch tagsüber, wenn das Licht fehlt oder auch mit so einem Aufdeckdiffusor, mit einem Softbox-Bouncer nutzen wir gerne ein Gegenlicht im Nahbereich mit diesen Taschenlampen hier, mit der Acebeam K65 in diesem Softbox-Bouncer mit einer Pilzgruppe ein Gegenlicht erzielt, also auch tagsüber sehr spannend. Die Acebeam K65 hat auch einen Stativanschluss und lässt sich so auch an einem Fotostativ schön einsetzen. Jetzt gehen wir aber in die Nacht, hier die Acebeam K65. Beachten Sie auch unsere ausführlichen Einzelvideos. Hier nur eine Zusammenfassung von diesen 5 Lampen. Hier die Acebeam L16. Die Acebeam L30 hier als Allrounder ausgelegt, geht ein bisschen noch in die Breite mit einem Akku. Da ist ein 20700er Akku enthalten. Ja, und hier die Stirnlampe Acebeam H15, hier auf dieser Landstraße bei Nacht marschiere ich. Und jetzt sind wir auf unserer Teststrecke, unserer Standard-Teststrecke. Da hinten ist eine Kapelle in 100 Meter Entfernung, hier die Acebeam K65, die Beamshots. Jetzt haben wir die Acebeam L16, hier auf einer Taschenlampenhalterung, Traumflieger Taschenlampenhalterung, hier die Beamshots. Auch sehr hell für diese Größenklasse. Jetzt kommt die L30. Haben wir hier auch auf dem Stativ. Hier die Beamshots der L30. Hier nochmal die Leuchtstufen. 5 Leuchtstufen hat sie. Und die Beamshots können Sie hier sehen.
der Acebeam L30. Und jetzt haben wir die IGTech. Zu der kommen wir gleich. Hier haben wir die H15, die Stirnlampe. Kommt nicht ganz so weit von der Leuchtweite. Und jetzt die IGTech MX30 L3. Hier in der etwas kühleren Variante mit Tageslicht 5700 Kelvin. Also hier die Beamshots der IGTech MX30 L3. Wir haben die ganzen Lampen aber auch im Labor, im Studio ausgemessen. Hier auf 1 Meter Distanz die Lux-Messung. Zunächst der K65 mit Laufzeituntersuchung. Über 210.000 Lux. Das ist das Doppelte, was man im Sommer, im Hochsommer an Sonnenlicht sonst hat. Hier fällt sie etwas ab nach 5 Minuten. Hier machen wir eine Deckenbouncing-Gesamtlichtuntersuchung. Es wird also reflektiert von der Decke und von den Wänden. Und hier kommen wir auf 6820 Lumen für die Acebeam K65. Hier machen wir eine Farbtemperaturmessung 4106, die wärmere Variante der K65. Und ein CE-Wert von 67 erreichen wir hier. Und hier nochmal im Überblick die Laufzeitmessung der ersten 5 Minuten für die K65. Relativ konstant. Hier die L16 fällt so nach 4,5 Minuten etwas ab. Jeweils der Turbo-Modus hier gezeigt. Die Acebeam L30. Nicht ganz so viel Lux-Werte, dafür mehr Lumen. Und hier die Stirnlampe H15 fällt dann so nach 4 Minuten etwas ab. Und hier die IGTech MX30 L3. Aber beachten Sie unsere Einzelvideos, da geben wir eben noch detaillierte Infos. Also die Acebeam K65, besonders schlank, toll ausgestattet, Ein-Button-Bedienung und Stativanschluss und ein brachiales Licht auf Distanz. Hier nochmal der Vergleich zu einer X65. Zugegeben, die bringt noch mehr Dampf, die hat noch mehr Saft. Der Unterschied ist aber nicht riesig, wohl aber ist sie vom Preis deutlich höher angesiedelt. Die liegt so um 450 Euro. Hier liegen wir mit den Akkus, mit diesen High Drain Acebeam Akkus bei 230 Euro. Und ja, der Reflektor ist natürlich hier auch größer. Die ist auch sehr spannend. Die hat eine interne Lademöglichkeit. Hier ist auch so ein Akkupack dabei. Also das ist schon inklusive. Hier ist auch ein Stativanschluss. Nur mal ganz kurz nochmal gezeigt. Die X65 bei Flashies auch extrem beliebt, das Teil, weil sie eben unglaublich viel Reichweite und Dampf hat. Aber die K65 ist eben deutlich schlanker, hat hier auch noch einen Akkuladeindikator. Ganz tolles Teil für ja, Freaks, sag ich mal, die sagen, ich will Power ohne Ende haben. Super Teil, muss man sagen. Die IGTech MX30 L3, das ist so eine Brot- und Butterlampe, die eigentlich alles kann. Sie ist hell, richtig hell. 3000 Lumen haben wir gemessen, ganz knapp. Sie ist nicht unbedingt nur auf Reichweite getrimmt. Man hat Reichweite, wir haben es gezeigt, auf 100 Meter Distanz. Wann guckt man denn mal häufig weiter? Es gibt sicherlich Anwendungen, wo man, ich sag mal, an der Küste große Distanzen überbrücken will. Da sind Suchscheinwerfer vielleicht noch interessanter, aber die ist ein Allrounder, die kann man eigentlich immer einsetzen. Sie hat sogar einen Flipside-Diffusor. Der ist im Lieferumfang dabei, das heißt, man kann das Licht sogar noch breiter streuen und ein Fluglicht draus machen, also einen Fluter draus machen. Sie ist sehr intuitiv in der Bedienung. Das Besondere ist der hohe CRI-Wert, also dieser Color Rendering Index, wenn man da sensibel ist, vielleicht auch fotografiert, so wie wir das machen. Ich setze sie super gerne ein, hier in dieser Nichia-Variante mit diesen Nichia-LEDs. Hier ist auch ein Akkupack drin. Sie ist nicht ganz billig, ist aber toll ausgestattet, hat also den Akkupack dabei, ein Netzgerät zum Laden, intuitive Bedienung und noch so ein Aufsteckdiffusor, alles komplett dabei. Eine tolle Lampe, wie ich finde. Die Acebeam L16 hier und die L30, beide extrem viel Dampf für diese Größe. Sie haben ja nur einen Akku hier, der ist sogar auch ladefähig hier über ein USB-Dock.
und auch eine Einbuttonbedienung, die L16 hier auf Reichweite getrimmt. Das ist ein Lichtschwert par excellence in dieser Größe. Sensationell, muss man sagen. Die hat richtig Dampf. Ja, und die L30 geht ein bisschen in die Breite, ist eher der Allrounder, aber mit über 4000 Lumen von uns gemessen. Sagenhaft. Diese Lichtstärke in dieser Größe, sensationell. Also das ist auch ein Duo, wo ich sagen würde, wenn man wirklich Power ohne Ende haben will, also richtig Dampf, vielleicht auch sich den Spaß machen will, den einen oder anderen Bekannten mal zu beeindrucken, kann man wirklich damit. Da muss man nicht so viel schleppen oder auch Chunks die einfach nur mitnehmen, weil wenn man nicht weiß, kommt man in die Dunkelheit, braucht man sie vielleicht nicht doch und will dann aber Fun haben. Die Chance hat man hier. Hier sind auch noch Holzer im Lieferumfang. An allen Lampen sind auch noch Holzer dabei. Bis auf die Stirnlampe. Da ist kein Holzer dabei. Das würde auch nicht so super viel Sinn machen. Aber da ist hier dieses Geschirr dabei. Kopfgeschirr. Ja, die ist hell. Ich hätte die H15 meines Erachtens durchaus vielleicht noch etwas spottiger auslegen können, um noch ein bisschen mehr Distanz zu erreichen. Der ein oder andere könnte das vielleicht ein bisschen priorisieren, aber man darf nicht vergessen, auf Breite ausgelegt, wenn man die Hände auch gerade frei haben möchte, dann orientiert man sich doch ein bisschen mehr auch in der Umgebung und dann ist man vielleicht auch froh, dass man eben doch die Flutlichtcharakteristik hier nutzen kann und da hat Acebeam dann wohl auch gesagt, okay, Peripherielicht ist dann wohl doch wichtiger, weil man viel überblicken möchte und da bin ich eigentlich auch froh, dass man eben diese Flutlichtcharakteristik hier nutzen kann und man hat ja auch noch Reichweite, nur so 50 bis 80 Meter, wir haben das gezeigt auf der Teststrecke, also man hat durchaus noch richtig Distanz bis zu einer gewissen Grenze. An lichtstarke, auf Reichweite getrimmte Lampen kommt sie natürlich nicht ran, aber sie hat fast 2000 Lumen in unserer Messung, also richtig viel Dampf für diese Größenklasse. Das Geschirr ist dabei, ein Hemdclip ist auch noch dabei, wir haben einen Tailstand, tolles Ding, wie ich finde, die Acebeam H15. Wir haben viele weitere Taschenlampen bei uns im Traumflieger Taschenlampentest. Gucken Sie auf traumflieger.de. Unter Taschenlampen haben wir einen Schwerpunktreport und da finden Sie also viele weitere Lampen auch von anderen Herstellern, nicht nur vom Acebeam oder von Iqtech, sondern von vielen weiteren Anbietern auch noch. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.